Hallo Leute, willkommen beim Nischvogelschwarm. Dies ist Teil 90. Ja, und wir erwarten wieder ganz viele Kinder und zwei davon können potenziell krank werden. Aber ich wollte den beiden Zwillingsdamen die Chance geben, überhaupt Kinder zu kriegen. Und darum haben wir das mal bewusst riskiert mit der Krankheit. Und jetzt mache ich mal einen neuen Tag. Okay, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Oh, nee, aber hier ist jemand krank. Da habe ich es doch gar nicht riskiert. Das waren doch die beiden. Habe ich hier nicht aufgepasst? Na toll. Also, jetzt gucken wir mal. Hier, Kana, da haben wir Glück gehabt. I und K ist es geworden. Es, ja, ich glaube, er hatte I und er hatte was... Nee, er hatte I und er hatte K. Also, da haben wir Glück gehabt. Das ist schon mal sehr gut. Mit Wasserkörper. Wunderbar. Mit Wasserkörper und Katzenschnurrschnauze. Ja. Und was hast du für Fähigkeiten? Kann angeln. Das ist gut. Genau so muss das sein. Ja, prima. Dann könnten wir uns noch einen Anglerschwanz wünschen oder so. So. Ja, ich würde sagen, das wäre sinnvoll. Und mal gucken. Ah, hat einen Anglerschwanz. Oh, ich glaube, man kann das nicht wieder wegmachen. Na toll. Prima, prima. Kann auch fliegen. Wow, ein fliegender Anglernischling. Ja, da habe ich jetzt einen Wunsch vergeudet, sozusagen. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Wasserkörper hat sie sowieso. Ich glaube, dann werde ich erstmal gar nicht groß weiter wünschen, weil die scheint mir ziemlich gut geeignet hier für diese Insel. So, wunderbar. Oh, und ich sollte mal einen schönen Screenshot machen. Von der neuen Babyfülle. So, jetzt. Me. Super gut. Auch mit Wasserkörper. Sehr schön, sehr schön. Und Schwimmhinterläufe. Das ist auch nicht schlecht. Wasserkörper hilft auch beim Schwimmen. Das ist schon sehr praktisch. Aber kann möglicherweise nicht angeln. Nee, kann nicht angeln. Klasse. Ja, wird recht gut schwimmen können. Also 4. Ziemlich schnell. Kann aber nicht angeln. Super. Aber gut Beeren sammeln. Nur immerhin. Okay. Hier haben wir ein krankes Geschöpf. Da habe ich irgendwie was verpeilt. CC. Naja, das kommt manchmal vor, dass man da irgendwie mal guckt und dann entscheidet man sich doch für das falsche Elternteil. Tja, und ansonsten... Jo... Kann gut Beeren sammeln. Das ist sehr nützlich. Das kann man auch gut machen, wenn man krank ist. Und CC, leider ist unser anderer kranker Nischling hier, hat KK. Die können also nicht nebeneinander leben, aber vielleicht in einem gewissen Abstand. Und dann kann Wanwan dafür sorgen, dass Duk-Duk-Duk wieder geheilt wird. Wenn Wanwan schnurrt. Und die könnten auch zusammen Babys kriegen. Das wäre doch ganz lustig. So. Mela ist jetzt schon ziemlich alt. Oh, Kuckuck hier. Jetzt gucken wir mal, wer die Eltern sind von Duk Duk Duk. Damit ich weiß, was ich da falsch gemacht habe. Ah,
Duke Nuvan kann man jetzt nicht mehr checken. Und Mela hat CE. Duke Nuvan. Tja. Ah, doch, man kann es noch sehen. CK. Okay. Schlichtweg ein Fehler. Ja, meinerseits ein Fehler. Nun gut, Irren ist menschlich, könnte man hierzu sagen. Dann gucken wir mal die anderen Babys an. Zwillinge! Anala. Oh, sieht die klasse aus. Wow. Kann man schlecht sehen, aber hier unten sieht man es. Sehr interessantes Muster. Stärke 7 können wir auch gut gebrauchen. Und kann mit dreifacher Stärke angeln. Und hat einen Wasserkörper. Das erkennt man hier an diesen kleinen Spitzen, die hier rausgucken. Super. Ein Bärhyänen-Wasserneschling. Klasse. Ganz großes Kino. Und wie schnell wirst du sein? Oh, 4 beim Schwimmen. Wow. Wow, ein echter Schwimmjägerin. Super. So. Duck, duck. Der eine heißt Duck, duck, duck. Und du, der Duck, duck. Mal gucken. Ja, duck, duck, duck. Und duck, duck. Okay. Vogelschnabel. Naja, immerhin ein bisschen Beeren sammeln und zur Not auch mal eingraben. Ja, ist jetzt nicht so optimiert für hier die Gegend, aber geht. Und Nukunia sieht sehr ähnlich aus. Stärke 5. Hat er auch Stärke 5? Ja, mal gucken, ob das auch Eineiige sind. So. Ja. Huch. Daneben geklickt. Ja, es sieht so aus, als würde sich da nichts ändern, wenn ich da umklicke. Dass sich nur der Name ändert. Ja, dann haben wir also jetzt eineiige männliche Zwillinge und eineiige weibliche, K und B. Aber die anderen haben, glaube ich, K und E. Das heißt, die können sich leider nicht paaren. Und die Weibchen werden auch in 2 Tagen sterben. Nun gut. Schade, schade. Dann bringen wir dich erstmal hier ein bisschen abseits und... Oh, kann ich Beeren sammeln? Nö. Was kannst denn du machen? Schnurren kannst du. Huch. Das war jetzt aber ein komisches Geräusch. Nun ja, was soll's. Ich glaube, es ist nichts passiert. So. Oh, und ihr sitzt direkt an einer Palme? Kann das sein? Nee, mit einem gewissen Abstand. Okay. Also, oh, du kannst fliegen. Super gut. Und Wasserkörper? Nein. Aber dann flieg einfach mal hierhin. Und vielleicht noch ein Stückchen weiter, um die Gegend zu erkunden. So, und ihr hüpft mal aus dem Nest raus. Ihr Mütter kann auch nicht Beeren sammeln. Ah, da sollte ich jetzt schon noch eventuelle Vermehrungen planen, denn die werden zu einem nicht unerheblichen Teil sterben. Wanta hat den letzten Tag. I und B. H und K. Also Wanta, du hüpfst mal hierher. Tja. Ja, es hat geklappt. Dann bauen wir hier ein Nest. Einfach mal so.
Wanta. I und B. Und du? Kuckuck hier, das ist auch der letzte Tag. K und I. Okay, warte mal, du hast C und E. Ihr könnt. So. So, wunderbar. Dann hat Kuckuck hier sich auch nochmal vermehrt. Wunderbar. So. Und du, meine Liebe, K und C, kannst nicht mit Kuckuck hier, aber mit Wanta. Dann hüpfst du mal hier hin. Ich hoffe, das wird noch was. Ja, sehr gut. Das wird sie dann zuerst bei der nächsten Runde kriegen. Aber ich würde sagen, das macht nichts aus. Hauptsache, sie ist schwanger. Ja, es macht in ihrem Fall nichts aus, weil sie noch 2 Tage hat. Sonst würde sie jetzt schwanger sterben. Nur weil ich mich verklickt habe. Okay, und du hüpfst jetzt hier mal zu einem Nest. Und grast ein bisschen was ab. Eieieiei, bis man das hier mal fein vertüftelt hat. Du hüpfst raus aus dem Nest und grast hier ab. Und du hüpfst auch aus dem Nest. Und grast auch ein bisschen ab. So. Jetzt kommen wir zu den Kleinen. Genau. Den größeren Kleinen. Was kannst du eigentlich? Kannst du angeln? Ja, das ist doch ganz gut. Du bist doch hier ein toller Wasserniesling. Du kannst hier runterhüpfen. Und vielleicht auch hierhin. Es ist ganz schön steil hier. Hier muss man wirklich einen Wasserkörper haben, um vernünftig angeln zu können. Selbst dieses hier ist ziemlich hoch. So. Oh, ein Egel. Dann hüpfst du mal hier zu deinem Cousin. Und der Cousin... Das war das Geräusch. So, du kannst hierhin hüpfen. Und du... Kannst du schon Beeren sammeln? Oh ja, bist schon so ein großes Kind. Sehr schön. Und ihr da hinten, du kannst mal abgrasen. Und du könntest noch als letzte Tat ein paar Beeren sammeln. Und was kannst du machen? In der Gegend rumhüpfen. Gut, oh, du kannst noch was machen. Ja, aber so viel kannst du jetzt auch nicht anstellen. Hüpf mal dahin. Okay, dann machen wir nochmal einen neuen Tag. So, ein paar Kinder kriegen wir ja noch und wahrscheinlich einige Tote. So. Sind gar nicht so viele gestorben, oder? Ah, doch, hier Wanta. Und die anderen sterben dann wohl morgen. So, wir haben also Rokunu. Kann gut Beeren sammeln. Sehr schön. Ja. Und ist aber kein Wasserniesling. E und K ist auch nicht schlecht. Also K haben wir sehr viel, aber E ist ganz hilfreich. So, dann würde ich sagen, hier könnte man sich Wasserkörper wünschen. Bei den Kleinen sollte ich sowieso jetzt mal anfangen, fleißig zu wünschen. So, ich wünsche mal bei allen, die keinen Wasserkörper haben, Wasserkörper. So, wo ist das nächste neue Baby? Hier mit Wasserkörper. Sehr schön. Süß siehst du aus.
Und kann auch angeln? Ja, perfekt. Sehr schön. Wunderbar. Und hat keinen Angelschwanz, aber einen Schwimmschwanz. Tja. Gucken wir mal hier. Schwimmgeschwindigkeit. Jo, kann mit vierfacher Geschwindigkeit schwimmen, aber ich denke mal, ein zusätzlicher Angelschwanz wäre schon hilfreich. So. Ah ja, die Angelfähigkeit kommt von der Klaue. Ja, dann wünschen wir uns hier doch mal Angelschwanz. Da. So. Sehr schön. Und hier haben wir noch ein neues. Und da ist die Mama bei der Geburt gestorben. Du Arme. Aber da sitzt ja noch die Tante daneben. So, mit Wasserkörper. Sehr gut, sehr gut. Wir machen echt Fortschritte. Also, was haben wir hier? Ja, sieht ganz gut aus. Ich denke mal, hier kann man sich auch einen Anglerschwanz wünschen. Wie schnell wird das? Auch vierfach. Aber ein Anglerschwanz wäre schon hilfreich. So. So, wunderbar. Und du bist schwanger, ja. Und bei dir hatte ich das verpeilt, dich rechtzeitig ins Nest zu setzen. Dann kannst du jetzt mal hierhin hüpfen. Und dann bist du da sicher, außer wenn ich mich nochmal verklicke, dass du am letzten Tag deines Lebens ein Baby kriegen kannst. So. Jetzt gucken wir hier mal bei den größeren Baby. Oder erst bei den Erwachsenen? Erst bei den Erwachsenen. Der letzte Tag. Ich denke mal, mit den beiden Mädchenzwillingen kriegen wir keine Kinder mehr. Weil da ist immer die Gefahr von Kranken so groß. Die setzen wir jetzt nebeneinander. So, und dann können sie in Ruhe sterben. Und du gehst schon mal einen Schritt aus dem Nest raus. Du kannst dann auch bald ins Wasser gehen. Und wie sieht's mit dir aus? Ah ja, fliegen? Fliegen ja, aber kein Wasser. Okay. Dann darfst du weiter hier die Insel erkunden. So, wer kommt denn hier? Laana. Jo, die brauchen wir nicht unbedingt. So. Ja. Ich denke mal, die lassen wir einfach so rumlaufen. Jetzt die Erwachsenen. Und dann kommen die größeren Kinder. Mela. Das wird auch ihr letzter Tag. Vielleicht kannst du dich hier zu den Zwillingen gesellen, weil ihr seid euch ja irgendwie auch recht ähnlich. Und dann könnt ihr hier euer Altenheim machen sozusagen. Für den letzten Tag. Und du bist noch gar kein Großer. Große haben wir noch hier eine. Ja, du siehst den zwar gar nicht ähnlich, den Zwillingen, aber du kannst dich da trotzdem dazu hocken. So. Jetzt haben wir nur noch die Meere, die noch ihr Baby kriegt an ihrem letzten Tag und die heranwachsenden Kleinen. Gut. So, du kannst noch mal Gras absammeln. Ja, vielleicht schicke ich Wanwan rum zum Gras absammeln. Warte mal. Ach, Duktuk und Wanwan können gar keine Kinder kriegen miteinander, weil die nämlich beide Männchen sind. Sehr gut.
Ja, du gehst hier mal aus dem Nest raus. Am besten vielleicht hierhin, wo du niemanden störst. Und dann bringen wir dich auch irgendwo hin, wo du niemand anstecken kannst. Duk-Duk-Duk kann wenigstens sehr gut sammeln. Der darf dann an zwei Beerenbüschen sitzen und sammeln, was das Zeug hält. So. Ihr könnt jetzt aus dem Nest, das heißt, du kannst hier schon. Was machen wir denn mit dir? Kann Nüsse knacken. Wo ist der Baum? Hier. Dann wanderst du mal. Oh. Hierhin. So. Und du hüpfst mal aus dem Nest raus. Ihr solltet eigentlich auch mal aus dem Nest raus. So, und du könntest vielleicht hierhin. Du bist jetzt zwar immer noch in einem Nest, aber nicht mehr in deinem Nest. Was kannst du machen, Rerako? Tja, Rerako kann auch nicht so viel machen. Kaninchen jagen, wenn wir hier was abgegrast haben und Kaninchen kommen. Und Kame. Oh. Kame ist natürlich hier ein Wunder des Bärensammelns. Duk, Duk, Duk ist hier. Also kann Kame nicht dahin, aber vielleicht hierhin. Jetzt Bären sammeln. Jawohl. Und du, mein liebes kleines. Mimimi, du kannst hier mal gleich ins Wasser gehen, vielleicht? Ja, gleich ins Wasser gehen. Zu deinem Cousin, der schon auf dich wartet. Wir haben zwar noch keine Fische gefangen, aber immerhin haben wir schon mal das Wasser besiedelt. So. Jetzt sind sie alle müde. Und ich denke mal, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!